Hallöchen, Popöchen. Herzlich willkommen zurück zu einer Anfang von Tears of the Kingdom. Das letzte Mal haben wir, ja, den Junobo hier mal von seiner komischen Indoktrination hier befreit, ja. Und jetzt wollen wir mal gemeinsam zum Todesberg aufbrechen, um mal zu schauen, was da eigentlich damals so abging. Also damals vor kurzem, als er scheinbar mit dieser komischen Maske da infiziert wurde und so. Und ja, wir können ja eigentlich abkürzen, weil ich war da ja schon. Machen wir einfach. Scheiß drauf. Let's go. Ich hoffe, Kollege Schnürschuh folgt mir einfach. Ansonsten haben wir ein Problem. Aber ja, wird schon gehen irgendwie. Alter, 68 Schreine. Imagine. Huhuhuhu. Und den 69. haben wir schon markiert. Ah. Aber wir waren noch nicht da. Naja. Okay. Ja, da kann ich ja jetzt mal hier so machen, I guess. Schubst mich nicht weg. Junobo, Junoboss. Junobau, was auch immer. So. So, wir haben es mit der Lore ganz nach oben geschafft, ja. Ganz natürlich, ganz normal. Ganz entspannt. Ah, Link, hier drüben. Da rollt einfach hoch. Hier entlang. Oha, oha, oha. Okay. Ich sehe, was zu tun ist. Theoretisch zumindest. Kommst du? Junobo, ich brauch dich. Naja, ich renne erstmal rein. Gucken, was passiert. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ihn da einmal durchschicken, dass er mal die ganzen Dinger hier kaputt macht. Wobei dann auch die Frage ist, wegen dem Miasma, ne? Was ist er denn jetzt? Bewegt deinen Arsch hierher. Anscheinend soll ich da draußen noch irgendwas machen, ne? Ja, das steht er jetzt erstmal. Na gut, dann rede ich einmal mit dir, weil das scheinbar Aufgabe ist. Okay. Genau hier habe ich sie gesehen, oder? Als ich herkam und mich umgeguckt habe, da stand Prinzessin Zelda irgendwo hier. Und naja, dann gab sie mir eine Maske, die ich tragen sollte und danach, also... So ein Schotter. Sieht ganz so aus, als hätte ich den Rest komplett vergessen. Die Prinzessin, da ist sie ja! Zelda, hey, hör doch mal bitte! Da oben ist es viel zu gefährlich! Wieso kommst du nicht? Okay. Ist mal ein etwas anderer Weg zum, zum Tempel, wa? Hey, was ist denn da aus dem Krater gekommen? Sind das Monster aus rotem Stein? Und auch noch gleich drei auf einmal? Nein, Moment. Das ist ein Monster mit drei Köpfen. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Warum sagt mir keiner, dass im Todesberg so ein Vieh lauert? Wenn wir dieses Monster nicht schnell besiegen, ist Prinzessin Zelda in Gefahr. Und von hier aus komme ich mit meinem Rollangriff nicht heran. Was machen wir denn jetzt, Link? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Da können wir fliegen. Oh, nee. Ja, höre ich öfter. Das ist schon sass hier, aber... Kann ich echt da hochfliegen? Naja, ne? Mit Batterien dran. Warum nicht eigentlich, ne? Ach, guck mal, sogar ein Auto. Ja. Und los,
okay, er kommt tatsächlich mit. Geil. Okay. Oh, das ist schon geil, ey. Einfach so fliegen hier. Okay. Jetzt komme ich. Butters, das bin ich. Kann ich aus der Entfernung ballern? Oh no. Ich bin nur noch geschädigt von dir übrigens, von vorhin bei dem Kampf. Das ist frech, ne? Easy Game. Ich finde es ja lustig, wie alles immer so bedrohlich aussieht oder so und dann im Endeffekt wie einfach ist. Coole Idee. Aber trotzdem. Ich bin gerade despawned. Wir haben es geschafft. Was war das nur für ein Monster? Ich dachte, Prinzessin Zelda wäre hier irgendwo verschwunden. Warte, ist sie in das Loch da gefallen? Oh nein. Das wäre echt übel. Wir müssen hinterher. Kann Link jetzt endlich mal sagen, dass das nicht Zelda ist? Prinzessin Zelda, halte durch, ich komme. Okay. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das tatsächlich schon der Tempel ist. Mal gucken. Wobei, eigentlich geht es an den Untergrund, ne? Na, ja, mal gucken. Wenn es ist, dann werde ich wahrscheinlich das nicht machen. Und schön beim nächsten Mal. So, mit einem Mal. Entdeckt Abgrund am Todesberg. Eieiei, das geht tief. Hm. Ne, geht's erstmal in die Unterwelt auf jeden Fall, oder? Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir hier sind, Alter. Hallo? Ja, was mal eine nette Wurzel. Ich muss erstmal helfen, da steht auch mein Kumpel schon. Immerhin, immerhin. Iumutis. Mutti. Mutti-Wurzel. Die Wurzel ist verbreitet, das Dunkel, blabiblub. Ah, oh. Ich dachte, ich werde geheilt. Wo sind wir denn eigentlich? Ja, ja. Ist hier direkt drüber ein Schrein? Ah ja, den haben wir schon. Schade. Na gut. Hier entlang. Wer hätte gedacht, dass es unter dem Todesberg so aussieht? All die roten Felsen. Was soll Prinzessin Zelda denn inmitten in all dieser Schlemmsteine zu suchen haben? Hm. Nanu? Lumia. Komm. Komm zu mir. Ja. Ja, schon wieder. Du hast die Stimme auch, doch auch gehört, Link, oder nicht? Irgendjemand ruft mich zu sich. So klang es, ganz sicher. Mal überlegen. Hm. Ja, es muss von dort irgendwo gekommen sein. Vielleicht hat die mysteriöse Stimme ja irgendwie mit Prinzessin Zelda zu tun. Los, lass uns schnell zu Zelda gehen. Hm. Junobo Ausgoronia. Ja, was ist für eine Äster an der Statue? Geil. Okay, oh, dahin sind Irrlichter. Die würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen. Genau das. Oh. Und wie ein Kaugummiautomat. Geil. Was kommt denn hier so Schönes raus? Mal gucken. Boah, Alter, ich habe gerade so heftig genießt. Irgendwie tut mein Rücken jetzt weh. Nutzen wir jetzt aber auch nur einmal, denke ich. Ich glaube, die Dinger brauche ich ja auch, um Batterie wieder stärker zu machen, ne? Von daher soll ich das vielleicht bald auch mal tun. Aber ein bisschen was haben ist ja nicht verkehrt, ne? So, Irrlichter, kommt bitte her. Ich brauche euch für dieses eine Kostüm, was ich mir irgendwann kaufen will, gerne. Kostüm, das klingt doch. Rüstung. Ja, das wollte ich nicht.
Danke, Junobo, du Trottel-O. Hier braucht man 120 oder so, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Sollte doch eigentlich recht schnell funktionieren. Oha, kann ich sogar durch die Lava fahren, so halb. Ein Reifen fehlt dafür. Oder zwei, einer lag da, aber ich weiß nicht, ob der andere da auch lag. Naja. Ist mir auch egal, wir gehen jetzt erstmal mal... Oder ist es mir egal? Weiß ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal mal zu Fuß da weiter. Wir folgen einfach den Irrlichtern im Zweifel. Die machen mich reich und weisen mir den Weg. Nö? Ne? Ich sehe eine Wand. Oh Gott, ist so dunkel. Es ist so dunkel. Ist das eine Wurzel? Ja, ne? Ich glaube schon. Dann haben wir auf jeden Fall ein Ziel. Kumpel, kannst du hier mal kaputt machen? Falls das überhaupt notwendig ist. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Schon so, ne? Aber interessant, dass es hier unten gar nicht heiß ist. Also gar nicht zu heiß. Die Temperatur dreht zwar komplett durch da unten, aber halt, ne, ich krieg gar keinen Damage. Von daher. Alles cool. Wo war denn jetzt die Wurzel? Ach, ich glaube, es war keine Wurzel, ich habe einfach nur so einen Lavastrahl gesehen, oder? Nee, hier, nee. Nee, doch, nee, nein, nein, ha. Boah, ist so dunkel. Leck mich doch. Zuckerli. Boah, ich will dich eigentlich gar nicht bekämpfen, ne? Ihr mit euren Kack. Oh, mein Pfeil brennt. Ihr mit eurem scheißen Jasma, wollte ich sagen. Oh nee, mein gutes Schwert zerbricht gleich. Sedge? No! Oh, direkt ein Herz verloren. Geilo. Sonanium. Ach ne, Sonanium brauchen wir natürlich, um das, die Batterien zu erweitern. Gibt's die nur im Untergrund? Ja, ne? Ich dachte gerade, der wäre gerade durchgestorben. Ja, ist okay. Ich habe genug Herzen mittlerweile. Bam! Gutes Sonanium. Ich brauche es. 100, ne? Das ist schon echt viel. Kann man das nicht irgendwie besser farmen als irgendwie hier unten? Großes Sonanium. Ach ja, ach ja. Bäh, Gott, ey. Ich sehe halt nichts, ne? Es ist fucking dunkel. Ein bisschen scheiße. Aber gut, ich habe natürlich auch noch... ich habe ja Licht, ne? Eigentlich. Eigentlich. Ah, denke ich, verwende das. Ich bin bescheuert. ja, ich benutze es jetzt. Wo sind denn die Leuchtsteine hier? Bump. Doch eine Wurzel da hinten. Dann will ich da doch mal hin. Ein Ganzer. Oh. Aha, aha, aha. Das ist der Feuertempel. Who knows, who knows. Wie not so far. Batsun wie will. Okay, bevor ich jetzt hier in irgendwelche Löcher falle. Oh. Ich bin nicht lernfähig, was diese Kacksteuerung angeht. Die Steuerung ist nicht kacke, ich bin kacke. Ne? Möchte mal anmerken. Ja. Lauf mir halt ins Bild, Kollege. Dann noch mal eben zur Wurzel gehen, damit wir die auch mal eben haben. Missy Wurzel. Mrs. Wurzel. Ah.
Oh, oh. Schön. Wo war jetzt die eine Wurzel, die ich gesehen hatte? Da hinten irgendwo, ne? Da. So weit ist sie nicht. Ich glaube, ich gehe da echt mal eben hin. Dann haben wir die schon mal, ne? So fürs Protokoll und so. Ich kann die meisten meiner Waffen gar nicht benutzen. Hm. 109. Da fehlt ja gar nicht mehr viel. Vielleicht kriegen wir ja genug zusammen. Aber ich weiß es auch tatsächlich nicht. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen. Sag mal, wie es ist. Scheiße. Das ändert jetzt irgendwie nicht viel, aber irgendwie war mir gerade danach. Da oben kann man aber hin. Lass den Felsen los, Link. Nett, wie hier überall Irrlicht da rumfliegen, ne? Kann ich mir vielleicht bald die Rüstung leisten? Mal gucken. Mal gucken. Ja, ich könnte es auch von hier probieren und dann. Soldatenschwert. Ah, da ging es auch weiter hoch, ne? Ja. Dann machen wir das auch. Warum sind hier unten eigentlich Moblins? Seid ihr immer irgendwie hier reingefallen oder was ist die Lore? Wollt ihr wieder raus? Hier geht's gar nicht hoch, also nicht so richtig. Hier so, an dem Baum da hochkraxeln oder was? Mal so ein bisschen hier. Ja, doch. Okay, Link. Lauf den Baum einfach hoch. Ich jetzt nicht so das Problem mit. Ich werde abgeschossen. Mach das nur für diesen scheiß Punkt da, die scheiß Wurzel. Wurzel aus. Vier. Okay. Ja, ich denke mal, mit Leiten sollte es gehen, oder? Ich kann immer weiter, theoretisch, glaube ich. Ich speichere mal. Oh, es kann doch ganz knapp werden. Ja, solange ich an der Wand lande, ist ja alles fein. Ja, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt gleich nochmal Dulin missbrauchen darf. Ja, herrlich. Brandgefahr extrem hoch. Oh. Ja, das ist doof, aber ich bin ja gleich wieder weg. Bin gleich wieder weg. Oh Gott, ich krieg ja Permadamage. Aua. Ich port mich mal schnell zurück. Vielleicht ist das das Klügste, was ich an der Stelle tun kann. Ist ja denn. Hier passiert nichts. Doch. Hä? Aber egal, wir haben den Punkt. Alles andere sieht mich nicht. Ja, boah. Will ich eigentlich wirklich in dem Let's Play die ganze Map unten. Na ja, natürlich. Aber. Das könnte halt aber richtig lang dauern, ne? Einfach die komplette Unterwelt hier aufdecken. Huiuiui. Aber hier gibt es ja eigentlich nicht so viel zu entdecken, ne? Hier ist ja wirklich einfach nur dann abklappern, denke ich. Also, hier gibt es natürlich auch Sachen zu entdecken, aber jetzt nicht so Sachen für mich. Keine Schreine, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Komm zu mir, ja. Brenne ich gleich, oder? So. Kochend heißes Wasser scheinbar. Ja, komm. Gehen wir jetzt mal weiter, wo wir hin sollen, ne? 135. Ich glaube, irgendwas mit 120 war das die Rüstung, oder? Ich denke mal, der wird ja noch mehr haben danach. Will nicht alles gewesen sein. Kommen wir da jetzt rüber. Bauen wir uns am besten was, wa? Hätte ich auch vorhin schon machen können, aber. Nee. Nö, ja, oder ich gehe hier außen rum. Das geht, glaube ich, auch. Wäre auch ganz interessant. Ich habe jetzt, Oh.
Heute ist ja Donnerstag. sehr spät abends gerade tatsächlich. Ich musste eine kleine Spätschicht einlegen, weil ich noch für eine Präsentation vorbereiten musste, bla bla bla. Es ist so ein Viertel nach zwölf, also es ist eigentlich schon Freitag. Leute, chillt eure Balls, bitte. Oh Gott. Seid mich denn hier mal gut. Ja, Kälteschutz kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Also wir sind mal weg, ne? Ich ignoriere euch, aber die Truhe will ich haben. Das war's wert. Der Untergrund ist halt böse, ne? Gut, dass wir auf jeden Fall vorher ein paar andere Tempel gemacht haben und auch Schreine, sodass ich jetzt hier halbwegs stark genug bin, um das auch gut machen zu können. Wäre ich am Anfang hingegangen? Alter, ich hätte komplett aufs Maul bekommen hier unten. Ich wäre komplett verreckt. Wir mal gucken. Boah, scheiß die Wand an, Alter. Ja, das ist eine ganze Menge, die man aufdecken muss. Oder machen Streams, den ich das mache? Nee, weiß ich nicht. Mal gucken. Feuertempel. Tatsächlich. Die vergessene Stadt Goropolis. Ach, so ist das also. So funktioniert das. Ja, wie gesagt, ich würde das dann gerne beim nächsten Mal machen. Wir kriegen ja jetzt nochmal eine kleine Einführung, ne? Hä? Kam die Stimme, die ich gehört habe, etwa von hier? Wir machen es dann, sobald ich quasi den Portpunkt habe. Und dann haue ich, glaube ich, gleich ab. Ha! Auch noch ein bisschen anderen Kram. So sieht der nämlich aus. Ihr kennt es. Wobei, beim letzten Mal hat es eigentlich mal gut gepasst, ne? Im Windtempel auf jeden Fall direkt. Beim Wassertempel bin ich, glaube ich, nur kurz raus und mal eben kurz... Also da war es dann quasi, die Folge ging nicht mehr so lang. Da habe ich dann nur noch kurz mich aufgewertet und so. Naja, aber jetzt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich kann ja den... Kommst du bitte her? Ich brauche dich, du Affe. Achso, ich muss aber mit dir reden. Oh. Entschuldigung. So redebedürftig, der kleine, große Mann. Was ist das bloß für ein Ding? Und was hat es hier unter dem Todesberg zu suchen? Oh, da ist ja Zelda. Hi, Zelda. Prinzessin, wartet bitte. Ich muss euch was fragen. Boah, kann Link jetzt endlich mal sein Maul aufmachen? Ich hasse es. Was zum... Zelda? Jetzt mach die fucking Tür auf, du Affenkomp. Komp. Ich hab A genommen. Und öffne die Tür. Aber cool, dass wir jetzt auch mal einen Tempel haben, der nicht irgendwo in den Wolken ist, sondern hier auch mal ganz geerdet, ne? Nicht sogar im Boden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Wüstentempel dann, weil so wird er wahrscheinlich heißen, vielleicht sogar auf der normalen Ebene dann ist. Mal gucken. Hä? Direkt da vorne scheint was zu sein. Der Portpunkt. Okay. Ich hab schon gesehen, dass hier noch irgendwas war. Aber einfach nur Scheiße, die hier rumliegt. Na gut. Ah, das ist keine Scheiße. Oh. Geil. Joa, ne? Wie gesagt, dann aktivieren wir mal schnell den Punkt. Ah, Link, hier drüben. Tja, ne? Oh nein, das ist gar nicht gut. Prinzessin Zelda ist dort drin gefangen. Wir müssen sie schnell retten. Aber wie? Kommen wir nun in diesen Raum hinein? Das ist eine gute Frage, die klären wir beim nächsten Mal. Ich mach mal das hier, ne?
Hast du das gesehen? Das Tor. Es hat sich gerade bewegt. Da müssen wir wieder Schlösser knacken. Oho, wieder dieses Geräusch. Hat die Stimme wieder was zu melden? Geliebter Nachfahr. Das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit 5 Schlössern versiegelt. Nutze deine Macht, um alle 5 zu öffnen. Dann sei dir der Einlass gewährt. Einfach 5, sonst war es immer nur 4, oder? Oh, das sieht komplex aus. Höre meine Worte. Ja. Diesmal hat man die Stimme ganz deutlich gehört. Von wem kann die nur stammen? Und wer ist wessen Nachfahre? Mir ist es alles schleierhaft. Aber immerhin hat sie uns auch verraten, wie man das Tor öffnet. Also scheint es jemand Nettes zu sein. Wenn wir die 5 Schlösser aufkriegen, kommen wir also in diesen Raum, oder? Das ist in der Tat richtig. Ja, ne? Genau, ich kann mich jetzt hier hinporten, ne? Ja. Na dann, weg hier. Oha, sind da richtig viele Stockwerke hier. Schwer bekloppt. Würde gerne raus aus der Map, um ehrlich zu sein. Umgebungskarte, danke. Ja. Ja, dann können wir ja einfach mal zu dem Schrein da fliegen, oder? Was haltet ihr davon? Genau, dann fliege ich jetzt mal eben zum Schrein. Mach den, wenn wir da noch Zeit haben. Dann gehe ich vielleicht, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Es kommt natürlich darauf an, es gibt Schreine, die brauchen einfach ein bisschen. Und es gibt ein paar Schreine, die habe ich in 2 Sekunden gefühlt fertig. Aber wenn wir das dann haben, dann könnte ich gleich nochmal eben zum, ja, zu der Irrlichtfigur und mal gucken, ob ich mir diese Rüstung da holen kann. Das wäre doch eine nette Sache, oder? Ich fände das miet. So, genau, gib mir das Herz wieder, du Labertasche. Du Labertasche. Wieso folgt der mir eigentlich? Sonst hat er doch mal dann gesagt, nee, ich kann ihn nicht hin, tschüss. Oder die anderen zumindest. Ja, vielleicht weil ich noch in dem Gebiet bin, wo er auch rumläuft. Vielleicht wäre es bei den anderen auch so gewesen. Ich habe mich dann immer direkt komplett weggeportet. Wahrscheinlich sagt das dann gleich, sobald ich irgendwie... Hier sind 2 Schreine. Ja, was wollte ich sagen? Wahrscheinlich sobald ich dann hier ein bisschen mehr aus dem Bereich raus bin. Ich mag diese Quellen, die einfach so aussehen wie... Echsen. Hexen. Hex. Muss doch mal kurz sein. Aber schön, dass der Link auch einfach auf Knopfdruck schneller runterfallen kann. So. Also, dass, ich meine, dass er das kann. Jetzt nicht, dass ich das kann, sondern dass der Link einfach so sagt, so, ich fliege jetzt mal schneller nach unten. Finde ich sympathisch. So. Kurz hier, ne? Ja, gehe ich dann gleich noch zum nächsten Schrein? Na, mache ich davon abhängig, wie lange der hier gerade geht. Sibatschitaki. O-Schrein. Ein O-Schrein. Der folgt mir bis hierhin. Alter, was ist denn da los? Ist er jetzt auch noch im Tempel dabei? Nein, die anderen sind ja auch nie im Tempel dabei. Aber im Tempel vor allem, ja. Richtiger Tempel. Minustemperaturen. Schlüssel zum Erfolg. Oh, da habe ich einen Blitz gesehen. Stimmt, das war ein Satz, den ich vorhin angefangen habe. Ja, es ist spät und ich wollte noch sagen, heute irgendwie hat's... War ja Gewitterwarnung angesagt und vor allem auch so Regen und so. Ich habe mich voll gefreut. Dachte mir, geil, heute Nacht oder heute Abend wird es dann schön runterkühlen. Ja, irgendwie Essig. Ich sehe Donner und Blitz manchmal so aus dem Fenster, aber halt nicht über Jena, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Aber eben auch kein Regen, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Okay. Ich verstehe prinzipiell, wie ich da schon mal hochkomme. Aber danach könnte es ein bisschen problematisch werden. Kann ich das drehen? Nee. Das war nicht geplant. Okay. Cool, weil ich so nah an der Kante war. Ja, so ganz habe ich es noch nie verstanden. Ich kann ja nicht in der Luft das machen, oder? Und wie heißt der Schrein? Schlüssel zum Erfolg. Hmm.
Nee, kann ich nicht. Ah, warte mal, kann ich? Ah, okay. Alles Klärchen. Warte mal, komme ich da hoch schon? Nee, das wäre auch ein bisschen komisch, ne? Das war falsch. Mich so doof. Naja. So, was ist denn der nächste hier, der bessere? Ah, der oben, ne? Ja, ja. Ist er richtig ausgewählt? Ich hoffe. La, ich hoffe, das reicht aus, aber ich glaube schon. Ja. Mal aber so. Hopp. Ey. Und auf nach oben. Ich müsste da gleich wahrscheinlich nochmal in diese Mittelplattform rein. Halt für mich, für die Truhe. Die wird da wahrscheinlich sein, habe ich recht. Natürlich. Das Problemchen ist, dass ich nicht genau weiß, wie ich gleich wieder nach oben komme. Dann muss ich dafür... Ja, okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie dafür nochmal was drehen, weil das wird nicht reichen hier. Naja, gut, ne? Muss ich halt da wieder reinfliegen. Aber komme ich jetzt überhaupt... Oh, da habe ich einen Blitz gesehen. Ah ja, doch, ich komme da einfach hin, hier rüber. Bisschen doof, dass ich gerade, fällt mir gerade so ein, den Schrein jetzt gar nicht markiert habe, den anderen. Weil ich weiß jetzt gar nicht so exakt, wo der liegt. Irgendwo da rechts halt, ne? So da irgendwo in dem Wassergebiet da, so am Ende wahrscheinlich rechts, am östlichen Ende dieses komischen Tümpels da. Irgendwo da. Ich laufe einfach mal hin und dann wird das schon. Jetzt machen wir den immer auch noch, würde ich sagen. Ja, ja, ich weiß. Es ist einfach mein Autismus, der mir sagt, ich will jetzt den Toy-Item auf jeden Fall beim nächsten Mal in einem Stück halt machen. In einem Stück. Aber ich denke, das ist nicht verkehrt. Immer so auch schön in einer Folge so, ne? Aber cool, dass wir jetzt auch schon den dritten Tempel dann bald haben. Gucken, was wir danach machen. Ich wüsste dann gar nicht, was wir dann noch groß machen können. Dann brechen wir wahrscheinlich schon sehr bald in Richtung Wüstengebiet auf. Das könnte auch wieder sehr spannend werden. Ich weiß auf jeden Fall, dass bei Breath of the Wild ja der Wüstenbereich auf jeden Fall am längsten gedauert hat, halt zum Tempel hinzukommen. Dann musstest du ja nicht richtig da reinarbeiten in die Gerudo-Stadt und so ein Kram. Bin mal gespannt, wie das hier sein wird. Interessanter Laden hier. Weil, da darf man ja nicht nur als Frau rein. Mal gucken, ob wir uns dann wieder verkleiden müssen. Ja, ne? Ansonsten bin ich gespannt. Aber Gerudo-Stadt habe ich Bock drauf. Ist aber wieder die coolste Stadt von allen gewesen. Bäh, der folgt mir bis hierhin, Alter. Der hat echt seinen Purpose gefunden, mir zu dienen. Finde ich nett. Guck mal, da rechts beim Totenköpfen. Wobei, nee, da waren wir nicht, ne? Ich hab immer mal... Oh nein, nacktes Überleben. Dieser Schreinband aus vergessenen Tagen. Deine Mom. So, nacktes Überleben zertrümmert. Aha. Na naja, gut, gucken wir mal, ne? Zertrümmert. Ach, ja, gut, das ist jetzt schon... Ah, okay. Das ist wahr. Zertrümmern. Wahrscheinlich. Oh oh. Okay. Autsch. Der hat wenig Damage gemacht. Interessanterweise. Kann man damit jetzt irgendwie irgendwas anrichten? So kann man die damit dann
irgendwie kaputt machen. Konsequent gut. Ich schub sie einfach ins Wasser. Wie wär's damit? So, gib mir mal den Hammer. Der macht die Sache schon mal ein bisschen besser. Ja, eigentlich wäre es auch nochmal klug, so zu machen, so zu machen, so zu machen. Haha. Ich habe gelernt, Leute. One-hitted. Autsch. Macht gar nicht so viel Damage. Bin erstaunt. Ey, mit dem Schild. Darf ich das haben? Soll doch alles mitnehmen. Der wäre schon alle tot. Ach, hier kann ich Sachen zertrümmern. Ah, ich kletter hoch. Geht das auch? Nö, na gut. Ich habe gar nichts zum Zertrümmern, oder? Irgendwie nicht. Oder muss man jetzt wirklich irgendwie, muss man das einfrieren, damit das geht oder so? Der wird doch bescheuert. Da passiert nicht viel. Nee, hä? Mach ich das denn kaputt? Ich könnte höchstens mal kurz, ja, gucken, ob ich irgendwie da drüben die vielleicht runterhieven kann. Ah, ich kann die ganze Platte. Das kommt nicht ran. Ach, ich komm schon. Komm schon. Hä, wie mache ich denn das kaputt? Ich hab ja nix. Wir haben ja nix hier im Osten. Ich raff's leider nicht so ganz. Bin ich ganz ehrlich mit euch? Da passiert nichts. Beziehungsweise bevor das kaputt geht, ist mein Schwert kaputt. Hä, übersehe ich gerade irgendwas? Karte. Moment, vergessen, dass man von hier aus die Karte öffnen kann. Hier vielleicht, ne? Nee, das geht nicht, oder? Hä? Ja gut, ne? Sniper ich jetzt einfach mal alle ganz geschmeidig weg. Sollte ja eigentlich funktionieren, wenn ich nicht daneben baller. Und das ist leider das, was mir so ein bisschen Angst macht. Wie komme ich da hoch? Ich bin so doof. Alter, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Boah, Alter, wieso? Ich dachte, den Punkt hätten wir überwunden. Meine Fresse. Ach, ja, jetzt mache ich es nicht. Nö. Jetzt mache ich es aus Prinzip nicht mehr. Hier, stirb. Was? Ich bin so blöd, Alter. Oh Gott. I'm so sorry.
Es tut mir so leid. Es ist spät. Ja, ja, liegt nur daran. Hm? So mittags wäre mir das nie passiert. Nein, 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 nein. Warum vergesse ich diese Fähigkeit manchmal? So komplett random auch. Also so am Anfang dachte ich mir, na gut, ne, ist halt was Neues, da vergisst man die irgendwie mal. Mittlerweile denke ich ja 9 von 10 Fällen dran, aber in diesem einen Fall halt einfach nicht. Vergesse ich einfach komplett, dass das existiert. Das ist so weird. Wenn es hier permanent passieren würde, würde ich ja auch nichts sagen. Dann wird es halt einfach nicht in mein Hirn rein. Aber das ist halt irgendwie das, was so merkwürdig ist. Dass ich es nur manchmal vergesse. Naja. Gut, ne? Ja, komm, dann haben wir vielleicht sogar noch Zeit, uns mal eben hier die Rüstung zu kaufen, wenn das jetzt noch geht. Wenn das jetzt noch geht, ja, also ausverkauft. Ha, gut. Nehmen jetzt den Pilz damit, aus Prinzip. Danke, und jetzt auf nach Spähposten. Und jetzt wird wahrscheinlich Kumpel mir sagen, hey, leg mir sowas zu tun. Ja, dann tschüss. Da muss ich auch verarscht vorkommen, Weißt du, so gerade so, ja, Mann, wir gehen jetzt in den Tempel für den Zelda und finden raus, was passiert ist. Und dann so, ja, ich muss auch mal raus. Wir sehen uns morgen. Oh. Oh, ich glaube, es ist voll am Pissen draußen. Geil. Oder? Oh ja. Oh, mega. Ich liebe Regen. Ah, also jetzt gerade so zu diesen Kacktemperaturen. Sonst ist mir Regen eigentlich egal, also... Nicht, dass ich sage, oh geil, Regen ist aber nicht, dass ich sage, oh scheiße, Regen. Regen ist halt Regen, ne? Ist okay. Wenn ich halt draußen unterwegs bin und es nicht anfängt zu pissen, ist natürlich ein bisschen nervig, ne? Aber ich habe einen Regenschirm dabei immer, von daher passt das. So, genau, dunkel. Ach, 150 war es. Oh, ich habe genau richtig viel, Alter. Geil. Dunkelgewand. So, ich denke mal. Oh, es geht aber richtig los draußen. Irgendein Perk hat das wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, was. Das ging ehrlich, ein Gewand, eine Art. Oh, Blitze. Düstere Spiegelbild jenes grünen Gewandes, das einst ein gewisser Held trug. Ja. Kann ich Schattenling mit werden. Ja, ne. Hat keinen Effekt. Na gut. Dann ziehe ich mir aber auf jeden Fall die wieder an, weil sonst verrecke ich im Tempel. Wollen wir ja nicht, ne? So, dann mal eben kurz wieder dahin porten. Wenn ich treffen würde vielleicht, das wäre ganz toll. Danke. Ja, dann gibt es beim nächsten Mal auf jeden Fall den Feuertempel. Das ist ja wild, Leute. Das ist ja richtig wild. Habe ich Bock drauf? Auf jeden Fall. Jetzt geht's hier richtig los, Alter. Oh, das ist geil. Das heißt, ich kann gleich schlafen und dann wird's einfach kühl. Oh. Oh, Leute, ich bin der glücklichste Mensch. Ja, okay. Will ich euch jetzt auch gar nicht weiter auf den Sack gehen. Link, du bist zurück. Wir müssen schnell Prinzess Zelda suchen. Nein, nein, das ist nicht Prinzess Zelda, du. Duckerig. Na gut. Ja, ne? Danke fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal gibt's dann Feuertempel. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Und das sieht auch auf der Karte auf jeden Fall ein bisschen komplexer aus als die bisherigen, weil da kann ich nicht einfach so chillhaft hinfliegen. Wahrscheinlich überall. Na, mal gucken. Mal gucken. Hat auch mehrere Stockwerke, ne? Ah, ich hab Bock drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.